Eigentlich sollte der NewsHead 162 ja viel früher kommen, aber vor und zwischen den Feiertagen besuchten uns ganz viele Kunden. Dafür ist er jetzt viel aktueller, denn heute können wir dann ein glückliches neues Jahr und 2020 will be the year wünschen. Auf einer Tour durch Thüringen haben wir ganz viele Störche gesehen. Tags darauf wurden wir dann Großeltern. Aber wir fanden auch spannende Massivholzküchen und liebgewonnene Kunden. Es gibt sogar schon eine Küchen-Homepage namens 2020 und wer Lust zum gemeinsamen Kochen in Untergrumbach hat, schickt uns einfach eine Mail. Dennis Scheck, der Literaturkritiker, den Sie vermutlich aus Druckfrisch in Begleitung seiner Mülltonne kennen, besucht uns wieder am 22. April. Bitte jetzt schon Karten reservieren. Das ist die kurioseste literarische Veranstaltung, die kurioseste mögliche Veranstaltung, auf der ich je war. Und man fragt natürlich bei solchen Anfragen selbst ein bisschen zurück, weil man weiß, dass, wer war es jetzt, Rex Wildo, glaube ich, oder sowas. Es kommt so Einkaufszentrum, Möbelmärkte, es kommt ganz. Da denkt man, ist es schon so weit? Unser Website-Spezialist für Talbot 3, Erwin Knoll, hat unsere Rezeptdatenbank aus dem Gründungsjahr 2002 wieder zum Laufen gebracht. Weder die Rezepte noch die Köche sind seitdem gealtert, weshalb sie jetzt wieder nach Zutaten oder Köchen auswählen können, was übrigens auch ganz viele Profiköche zur Inspiration oft nutzten. Wir feierten den Geburtstag des Bleistifts und in diesem Zusammenhang auch die Freihandzeichnung, die wir gemeinsam mit unserer Meisterin Sophia und dem Küchenbauer Matthias übten. Allerdings kann die Kunstleistungskursabiturientin das schon viel besser als ich. Aber immerhin bin ich noch deutlich schneller. Der Jori Sessel Daydreamer wurde mit seinem deutschen Schöpfer Joachim Nees mit Preisen überschüttet. Der Verkaufspreis ist bis zum 15. Januar noch in der Aktion. Am tiefen Bildschirm erkennt man unschwer, dass wir schon seit fast 20 Jahren mit den höhenverstellbaren Schreibtischgestellen von Linak arbeiten. Jetzt haben sie uns ein dänisches E-Book zu Weihnachten geschickt, das wir ihnen unbedingt zeigen wollen. Wir besitzen eine versteckte Internetdatenbank mit knapp 600 Küchenfotos, die Sie zur Inspiration gerne durchwühlen dürfen. Bitte schicken Sie uns einfach eine Mail, dann bekommen Sie den kostenlosen Zugang dazu. Das Dream Team machte vor der Weihnachtsfeier eine Tour durch Hersbruck, die zwar keinen Zebrastreifen über die Abbey Road der Beatles bietet, aber dafür ganz spontan eine Führung durch die Bücherwerkstätte. Danach genossen wir ein syrisches Buffet aus der Altdorfer Sportsbar Bavaria und die Tatsache, dass wir nicht nur gerne zusammenarbeiten, sondern auch feiern. Sehr traurig machte uns dagegen der unerwartete und frühe Tod unseres Freundes und Wegbegleiters, nicht nur in Afrika, Gerd Fanseloff. Er war ein guter. Wir verschenken in den nächsten Tagen mal wieder eine gebrauchte Küche und empfehlen das Kartoffelkochbuch der Chitterslow Hersbruck. Und nicht vergessen, 2020 will be the year.